Hey ho meine Lieben, heute mache ich was ich mir eigentlich letztens schon vorbereiten wollte, wo ich mit dem Fahrrad hinausgefahren bin, aber nicht dazu gekommen bin. Ich mache mir Chivapchichis. Ich hätte zwar noch ein fertiges Gewürz da, aber lassen wir heute weg. Heute mache ich selber und das Ganze nachher auf dem Steakboard. Richtig, ich verwende das Steakboard wieder. Und wer jetzt aufgepasst hat, hat hier, da steht er, schon den Ventilator gesehen. Und der wird mir den ganzen Dunst, so die Theorie, direkt zum offenen Fenster ausblasen, pusten, wo auch schon das Steakboard steht. Also, nicht lang schnacken, ab in meine kleine, aber feine Küche. Und was haben wir hier alles? Schönes 500 Gramm Hackfleisch, eine Zwiebel, habe ich schon geschält, die wird jetzt ziemlich klein geschnippelt und gehäckselt, kreuz und quer, 10 Knoblauch, meine Presse, da wird der Knoblauch durchgepresst, kann man eigentlich gleich machen, dann ist es weg. Dann, da drüben steht noch Salz, Pfeffer und Paprika. Jawohl. Und Natron. Das soll das Ganze noch etwas fluffiger machen. Ja, so stand es in dem Rezept. Ich habe auch Rezepte gefunden. Die haben das Ganze mit Backpulver gemacht. Aber ich probiere das Ganze jetzt mit Natron aus. So, dann schnipsel ich die Zwiebel klein, hau die rein, tja, und dann machen wir den Rest mit den Gewürzen, würde ich mal behaupten. So, der Knoblauch ist schon mal drin. Ich raste aus. Ich quassel mir hier die Seele aus dem Leib und die Cam hat nicht aufgenommen. Naja, also 3 Teelöffel Paprika edelsüß. Jawohl. Kann man auch rosenscharf mit hinzumischen, wer es etwas schärfer haben will. Dann so knappes halbes, dreiviertel Teelöffelchen mit Pfeffer. Und zu guter Letzt noch 1,5-2 Teelöffel Salz. Ja, hole ich mir meine Handschuhe. Halt. Olivenöl. Ja, mach mal 4 Teelöffel. Und gut ist. Oh Mann, weg damit. Und dann die ganze Pampe richtig schön durchkneten, wirklich ein paar Minuten, 5 bis 10 Minuten. Man kann es auch in der Küchenmaschine machen. Stand auch in dem Rezept drin, aber die wollte ich heute jetzt nicht einsauern extra. Drum reine Handarbeit. Jawohl, ja. Schauen, dass sich halt die Gewürze richtig schön sauber verteilen. Ja, eigentlich kein Problem. Das Geile ist, wir sind wieder beim SPP gelandet. Ich sage ja, das ist mit das Beste. Ihr müsst mir aber jetzt nicht eine Stunde lang zuschauen oder 20 Minuten oder 10 Minuten. 10 Minuten habe ich gesagt beim Kneten. Ich hole euch nachher wieder dazu. So Leute, hier hat sich eine sehr interessante Konsistenz entwickelt. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich in meinen zweiten Handschuh reinkomme. Ich möchte ja jetzt unbedingt mich nicht so einpumpen mit dem Zeug. So. Ich könnte jetzt auch meine Maschine nehmen und die Chivapchichis einfach durchpressen. Aber nö. Will ich nicht heute.
Wir machen schöne handgerollte. So. Die dürfen gern noch etwas dicker sein. Bloß nicht zu dick, weil je dicker, desto länger brauchen sie. Einmal. Warum ich gerade dieses Brett jetzt hier liegen habe, das werdet ihr nachher gleich erfahren. Ja, das sind schon mächtige Teile. Aber ich habe auch einen ganz gewaltigen Hunger heute wieder. Ich glaube, da mache ich nochmal zwei. So, da haben wir die. Ich hätte fast was gesagt für Würste, aber die. Und die stelle ich jetzt nämlich mitsamt dem Brett in den Kühlschrank nochmal rein, dass einfach das Ganze noch ein bisschen durchziehen kann, bevor sie nachher auf den Grill kommen, auf das Steakboard. Tja, und in der Zwischenzeit mache ich mir noch ein paar Bratkartoffeln und Eiweiß gibt es auch noch dazu. Ja. Wir sehen uns dann da drüben. Nee, ich muss ja mal gucken, wo ich hin zeige. Da drüben am Fenster wieder. Hier ganz kurz meine Bratkartoffeln. Die werden bloß mit dem Bratkartoffelwürzer vom Klaus gewürzt nachher. Fertig. Mehr Aufwand mache ich nicht. Eiweiß habe ich mir hier mal ein Gläschen mitgenommen. Den gibt es dazu. Tja. Hier steht der Ventihui und der wird mir hier gleich alles zum Fenster rausblasen. Feuern wir mal an und hoffen, dass das sauber schön funktioniert so. Ach so, ich sollte ihn vielleicht einstecken auch noch. Mann! Wo habe ich heute wieder meinen Kopf gelassen? Jo, jetzt lichtelt's rot. Oh Mann. Das, was da so tut, ist der Regen, was aufs Fenster prasselt. Oh ja, jetzt wird's schon wärmer. Und bevor das Ding jetzt ganz hot wird, lege ich jetzt die Teile ganz schnell drauf. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich die drehen und wenden tue gleich. Naja, nach hinten rollen. Ventilator an. Hui, hier bläst ein Wind. Ja. So muss ich nämlich einmal schön anbrutzeln. Und dann schalten wir auf Stufe 1 runter. Und dann sehen wir schon. Naja, ein bisschen zieht hier trotzdem rein, aber nicht viel. Jetzt kommt das Ding langsam in Fahrt. Ja, dann schalte ich mal runter und dann lassen wir sie noch sozusagen jetzt ziehen.
Wenn ich sie gleich runternehme, hole ich euch wieder dazu, weil ich habe jetzt genau hier nebendran den Ventilator und ich komme nicht mehr an die Dinger hin, deswegen stelle ich jetzt erstmal die Cam weg, aber ziehen lassen und ja, ihr wisst Bescheid. Keinen blassen Schimmer habe, ob die schon durch sind, schneide ich jetzt einfach mal die kleinste an. Ey, die sehen gut aus. Boah, ist das geil. Das wäre dann sozusagen das Vorprobiererle. Richtig, richtig geil. Tja, Freunde. So sieht es jetzt aus mit meinem Chivapchichi, mit meinem Chivapchichi-Teller, mit Bratkartoffeln und den Aiwa. Tja, hey, ich sag's euch, das Ganze durch sind sie auch in Kombination Weltklasse. Na, bleib halt auf der Gabel. Ab in Hals. Ah, Kamera läuft noch. Richtig geil. Ich für mich alleine hier werde mir mit Sicherheit kein Eiwa selber machen. Vielleicht doch einmal. Aber im Moment leider nicht. Und die Bratkartoffeln sind richtig geil. Genau die richtige Menge von dem Bratkartoffelwürzer vom Klaus drauf. Dieses Mal habe ich aufgepasst. Gewürzt, probiert. Nicht mehr gewürzt. Und die Chivapchichi. Die sind wirklich Weltklasse. Es gibt mit Sicherheit noch 100.000 andere Möglichkeiten. Jetzt mache ich das erste Fenster zu. Mit Sicherheit. Also mit absoluter Sicherheit. Das ist genauso wie Gulasch. Jeder macht es anders. Der eine so, der andere so, der andere so. Ich habe mir hier jetzt ein relativ einfaches Rezept rausgesucht. War übrigens vom Rindschwein, weil nur mit Rind wäre es zu trocken geworden. Das hat sogar die im Rezept geschrieben. Aber so halbwegs umgearbeitet auf 500 Gramm Hackfleisch. Und was soll ich sagen? Richtig, richtig geil. Tja, Leute. Bratkartoffelchen wieder. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben und ein nettes Kommentar. Die unten wechseln Eiwa ist mir Pumpel. Deswegen habe ich auch nicht gesagt, dass die Bratkartoffeln für 88 Cent im Kaufland im Angebot waren und die Bratkartoffeln genauso lecker sind. Ist mir Bumpel. Einfache Männerküche durch die Chivapchichi, durch die selber gemacht, natürlich wieder etwas aufwendiger. Mit dem Ventilator, das hat ja sehr gut funktioniert. Also, Steakpot wird öfters im Einsatz kommen und jetzt gehe ich darüber und tu essen. PC, blaue Couch, schauen wir mal. Tschaikowski, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.